Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Ja, auf der IFA habe ich ihn mir angeschaut und jetzt steht er hier ganz neu, der erste Akkustaubsauger von dem Hersteller Tineco, der über eine Absaugstation verfügt, der Tineco Pure One Station. Den hat Tineco mir für dieses Video zur Verfügung gestellt, deshalb vielen Dank dafür. Und ja, den wollen wir uns jetzt in all seinen Details anschauen. Das wird ein bisschen schwieriger, denn ihr seht schon, der ist richtig, richtig groß. Und was er alles kann, was seine Funktionen sind, wie gut er in der Reinigungsleistung abschneidet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wenn euch auch alle technischen Daten zum Tineco Pure One Station interessieren, dann schaut mal in unseren Akkustaubsauger-Finder. Der Link ist hier oben in der Videokarte. Da steht er drin mit all seinen technischen Daten. Ihr könnt ganz viele verschiedene Akkusauger, die wir schon getestet haben, da auch finden. Verschiedene Filteransätze, wie zum Beispiel den Preis oder auch die wichtigsten Features und Funktionen. Könnt direkt verschiedene Modelle miteinander vergleichen. So auch den Pure One Station hier mit anderen Modellen zusammen. Seht da ganz transparent, wie wir getestet haben. Da werft also gerne mal einen Blick rein. So, jetzt wie immer, wir werfen einen Blick aufs Zubehör. Wie gesagt, für die Station hier wird es etwas schwieriger. Da werde ich euch ein bisschen Material einblenden, weil die hier für den Tisch einfach definitiv zu groß ist. Qualitativ gefällt er mir gut. Es gibt noch ein paar Modelle von Tineco, die sind dann noch ein bisschen hochwertiger gemacht. Günstig ist er nicht. Er hat einen UVP von 800 Euro. Ich denke mal, wenn jetzt der Prime Day 2 hier bald ansteht oder auch Black Friday, wird es nochmal ein bisschen günstiger werden. Aber das ist halt erstmal die UVP. Die Besonderheit ist hier der riesengroße 3 Liter Staubtank der Basisstation, wo er halt nicht nur drin geladen wird, sondern auch den Staub absaugt. Und die ist beutellos. Das heißt, ihr braucht hier keine Beutel wechseln, sondern könnt das Ganze auch hier ganz einfach so nach unten hin, nach unten entleeren. Und ich habe schon einmal im Studio kurz gesaugt. Das habe ich aber schon wieder vergessen. Deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen Dreck auf dem Tisch. So, ihr habt einen Bodenaufsatz, und zwar diesen hier mit einer Universalbürste. Vorne sind LEDs mit dran. Ein Saugrohr selbstverständlich. Ihr habt hier noch verschiedenes Zubehör. Einmal diese 2-in-1-Bürste, ist halt eine Fugendüse, die vorne dann auch mit diesen Borsten ausgestattet werden kann, wenn man das möchte. Alles wird platzsparend hier direkt in der Station verstaut, also man muss nicht irgendwas wo separat lagern. Es gibt hier diese Milbendüse, die finden die meisten Nutzer immer ganz cool, weil das gerade bei Tierhaaren auf Sofas, Matratzen sehr, sehr praktisch ist. Und dann gibt es halt hier noch so ein kleines Reinigungstool für eventuell hier auch die Basisstation. Die Basisstation selber. Hinten, das werde ich aber gleich später nochmal zeigen, kann man eine Klappe öffnen und darunter ist dann halt hier unten nochmal der Filter für die Basisstation und da drin befindet sich auch noch ein kleines Gimmick, ist jetzt hier noch original verpackt. Auf der IFA wollte man mir erst sagen, na, das ist nur so ein Ding, damit die Luft entfeuchtet wird für die Verpackung, aber nein, das ist ein kleiner Lufterfrischer, das heißt, dieses Teil hier riecht, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, nach Gurke und das kommt hier hinten mit rein, das heißt, die Luft, die dann hinten wieder rauskommt, wird dann gleichzeitig auch noch erfrischt, so als kleines Gimmick zusätzlich. Dann kommen wir uns mal hier zum Sauger selber, der erinnert mich doch von seinem Formfaktor und von seiner Größe her stark an den Pure One Air. Er ist also auch recht klein, was den Behälter betrifft, aber er ist auch super schön leicht. Ihr seht, man kann hier unten, wenn man das möchte, das Ganze manuell ausleeren und das ist ein wirklich sehr kleiner Staubbehälter. Ansonsten gibt es gar nicht so viel hier zu sehen. Hier oben drauf kann man den Filter rausnehmen, wenn man das möchte. Das wird aber alles in der Station selbst auch direkt mit gesäubert. Zeige ich alles gleich in den nächsten Punkten. Hier nochmal kurz drauf eingehen. Es gibt hier keinen Wechselakku. Und hier hinten gibt es ein sehr hochauflösendes Display. Und es gibt einen Auto-Modus oder einen Max-Modus. So, das erstmal zu Qualität, Zubehör und dem ersten Eindruck und mit allem anderen so richtig im Detail. Damit befassen wir uns jetzt als nächstes. Wir schauen uns selbstverständlich die Reinigungsleistung an. Also viel Spaß im nächsten Part. Sprechen wir über die Reinigungsleistung. Vorher aber nochmal kurzer Hinweis, es wäre super, wenn ihr kurz ein Like für das Video da lasst, den Kanal abonniert und auch hier unten die kleine Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr, die wir hier auf dem Kanal veröffentlichen. So, jetzt habe ich mir ein paar Tage lang den Pure One Station angeschaut und natürlich auch die Reinigungsleistung getestet. Hartboden und auf Teppich immer gleich mit der Mischung, die wir da verteilen. Ich lese die Daten hier auch einmal aus dem Akkusaugerfinder ab, denn das geht hier besonders einfach. Auf dem Hartboden hat er 99,04 Gramm auf.
aufgenommen und das ist ein sehr guter Wert. Über 99 Gramm sollten die Geräte aufnehmen. Hartbogen ist nicht so besonders schwer. Man sieht im Test, dass hier immer genau eine Minute sauge ich immer nach dem gleichen Muster. Und da sieht man, dass in der ersten Vorwärtsbewegung, wenn da echt noch viel liegt, dass da nicht so viel aufgenommen wird oder was heißt, wird eine ganze Menge da liegen gelassen, was er sich dann beim Zurückgehen holt. Er schafft die 99 Gramm auf jeden Fall, aber ja, ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall Akkusauger, die beim ersten Mal schon so gut wie alles aufnehmen. Hier muss man einfach wissen, dass man hier ein paar Mal öfter hin und her muss. Dann kommt der Test auf Teppich und hier hat der Tineco 59,36 Gramm aufgenommen. Und das ist ein sehr schön durchschnittlicher Wert. So um die 60 Gramm nehmen die meisten für Teppich geeigneten Akkusauger auf. Also auch da konnte er im Test überzeugen. Es gibt welche, die nehmen da noch deutlich, deutlich mehr auf. Er ist ein sehr schön leichtes Gerät, dementsprechend bringt auch nicht so viel Gewicht vorne auf die Düse, was ihm dann vielleicht fehlt, um dann nochmal so Spitzenwerte zu erzielen, aber so um die 60 Gramm, das ist völlig in Ordnung. So viel zur Reinigungsleistung. Zu der Reinigungsleistung, da zähle ich auch immer den Filtertest mit dazu, weil das immer für Allergiker besonders interessant ist. Den habe ich hier wie immer gemacht und der Pure One Station hat den Filtertest bestehen können. Also von allem, was ich da vorne mit der Nebelmaschine produziert habe, wurde hinten nichts wieder aufgenommen, wurde nichts wieder rausgelassen aus dem Auslass hier. Wie der Filtertest zu werten ist, da schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist da ein Link dazu. Auch die Laufzeit habe ich getestet, weil das ja immer viele interessiert. Auf die Max-Stufe eingestellt, habe ich ihn einmal den vollgeladenen Akku durchsaugen lassen und da hat er 16 Minuten 46 geschafft. Der Hersteller selber sagt, im Max-Modus sind es 15, er schafft also in der Realität sogar noch ein kleines bisschen mehr. Hat mir auch gefallen. Ja, so viel zu den reinen Werten in der Reinigungsleistung und dann sprechen wir als nächstes nochmal über Handhabung und Features. Bei der Handhabung hat mich der Pure One Station tatsächlich an den Pure One Air sehr erinnert, den ich auch schon getestet habe. Ein Video ist hier oben, weil er eben so super leicht ist. Das heißt, man kann sehr, sehr einfach damit arbeiten. Er geht nicht ins Gewicht, irgendwie ins Handgelenk, fühlt sich dabei aber nicht billig an und hat diese großen Rollen hier drunter. Da kann man sehr, sehr angenehm, hat ein sehr angenehmes Fahrgefühl beim Rollen durch die Wohnung. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Und dann ist er auch noch schön flexibel. Also man kann ihn so schön flach machen. Und unter mein Sofa konnte ich hier sehr gut reinigen. Man stößt dann irgendwann hier an den Hauptkörper. Da fehlt dann leider noch ein Flexgelenk, das man ihn noch weiter zur Seite drehen könnte für die, sagen wir mal, volle Punktzahl, um noch weiter drunter zu kommen. Aber auch so schon sehr schön flexibel. Also in der Handhabung gefällt er mir wirklich ausgesprochen gut. Und die Features, ja, da hat er ja wirklich eine ganze Menge an Bord. Angefangen bei der riesigen Basisstation, die eben eine Absaugstation ist und da wird das wirklich sehr einfach gemacht. Man stellt ihn rein, er fixiert das Gerät, saugt alles ab. Das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert im Test. Und auch oben dieses Bedienteil mit dem kleinen Display oben drauf, das gefällt mir auch richtig gut. Da kann man auch die Sprachansagen ein- und ausschalten, kann das Absaugen auch manuell starten, wenn man das nochmal möchte. Und dann wird er wirklich in sich komplett abgesaugt. Also nicht nur hier oben der Staubbehälter wird entleert, sondern er dreht dann auch irgendwann unten die Bürsten während dieses Vorgangs und saugt dann wirklich von unten von der Düse über die Filter wirklich das ganze Gerät einmal sauber. Ein kleines süßes Gimmick ist, dass man unten diesen kleinen, diese Duftkapsel hat für den Filter. Das riecht dann tatsächlich in der Wohnung auch so, jetzt nicht so richtig lange, aber man riecht es während des Vorgangs, kommt dann dieser, bei mir war es irgendwie so ein Gurkengeruch mit raus. Das ist natürlich ein super cooles Feature. Mit dazu gehört natürlich auch, dass er hier vorne LEDs mit dran hat, dass man schön in dunklen Bereichen sehen kann. Die Basisstation lässt sich sehr einfach entleeren. Riesengroßer Tank, 3 Liter, aber ohne Staubbeutel muss man nicht nachkaufen, kann man super einfach entleeren. Das hat mir insgesamt also wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das sind hier meine Punkte zu diesem Thema und dann sprechen wir im letzten Part nochmal kurz über meine Meinung zum Tineco Pure One Station. Ja, was hier abschließend zu sagen und meine Meinung zum Tineco Pure One Station. Mir persönlich gefällt da gut. Mir gefallen generell schon die Akkustaubsauger von Tineco. Die machen hier wirklich einen guten Job bei den Geräten. Auch immer schön mit neuen Entwicklungen mit dabei, bringen neue Features mit, teilweise als erste auf den Markt. Mit einer Absaugstation sind sie jetzt nicht die ersten, aber so eine schöne, richtig große mit so einem riesen Tank und dann auch noch beutellos, das haben sie sehr toll umgesetzt. Das gefällt mir richtig gut. Ein schön leichter Akkustaubsauger, der in der Handhabung sehr schön ist. Die Ergebnisse auf dem Hartboden, auf dem Teppichtest, die waren auch in Ordnung. Da ist er jetzt kein Spitzenmodell mit bei, aber er macht hier wirklich eine richtig gute Arbeit und wird in den meisten Haushalten, also wirklich für die meisten Anwendungsfälle, absolut auslangen. Also wirklich sehr schön und positiv. Der Nachteil ist definitiv der Preis. In der UVP kostet er 800 Euro und das ist schon echt eine Stange Geld. Aber wenn man einfach mal guckt, was der Markt sonst noch so hergibt,
Akkustaubsauger mit Absaugstation zu einer, ja, von einem ordentlichen Hersteller mit Qualität, die kosten tatsächlich auch ordentlich viel Geld und da reiht er sich dann halt mit in den teuren Geräten mit ein. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu diesem Modell, gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, dann findet ihr es direkt hier. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und da geht es zu unserem Akkustaubsauger Finder. Und wenn ihr euch mit mehreren tausend Nutzern austauschen wollt, auch zu diesem Gerät, findet ihr den Link zu unserer Facebook-Gruppe hier unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.